Hallo und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin jetzt seit 3 Wochen dabei, jeden Tag die Maske zu benutzen und habe die letzte Woche über wieder einige positive Veränderungen feststellen können. Die Woche davor war das ja nicht so ganz der Fall, weil ich meine Tage hatte und sich die Haut da ja immer so ein bisschen doch nochmal anders verhält als normal. Und ich habe jetzt auch gar nicht so viel Zeit, deswegen nur ein kurzes Update. Ich zeige euch einfach mal, wie sich die Haut verändert hat. Es sind 2, 3 Pickel von letzter Woche noch nicht ganz wieder zurückgebildet, aber im Großen und Ganzen verändert sich die Haut doch sehr positiv. Die Narben entwickeln sich weiter zurück und ich denke mal, wenn ich nicht ganz so einen hellen Hauttyp hätte, würde man es auch gar nicht mehr so extrem sehen. Aber schaut einfach selbst. Es ist natürlich klar, dass es, wenn man eine so nahe Aufnahme zeigt, die Haut doch noch ziemlich mitgenommen aussieht. Aber ich selbst merke einfach, wie die Haut immer glatter wird, die Narben weiter zurückgehen. Und ich habe mich jetzt heute auch noch nicht gewaschen. Also es kann sein, dass die Haut deshalb auch ein bisschen trocken ist. Gerade nach dem Duschen oder wenn man sich eingecremt hat, dann ist es ja immer noch mal ein bisschen schöner vom Hautgefühl her. Jetzt, wie gesagt, noch ungewaschen. Nichts getan heute. Das mache ich jetzt dann nach dem Video und dann werde ich auch die Maske wieder benutzen. Aber zumindest denke ich mal, ist das auch schon mal ein weiterer Einblick in die Heilung oder die Auswirkungen, die die Maske auf meiner Haut hat. Für euch, dass ihr das sehen könnt, mitverfolgen könnt, und ich melde mich nächste Woche wieder zurück und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.